Ein weiteres Mal demonstrieren die Wasserfreunde Spandau ihre Stärke. Das 15:7 gegen die White Sharks Hannover bedeutet 6. Sieg im 6. Spiel. Da kann selbst das Überraschungsteam der letzten Saison nicht mithalten. Es gab definitiv schon eindeutigere Spiele, aber ich glaube, man hätte auch aus dem Spiel sogar noch mehr rausholen können. Wir machen immer noch zu viele einfache Fehler. Aber trotzdem sind wir mit weiten Phasen des Spiels auf jeden Fall zufrieden, haben schöne Aktionen dabei und an den Aktionen kann man auf jeden Fall wachsen und nur besser werden. Denn 2024 lief für die White Sharks in den weißen Kappen bis jetzt richtig gut. Die erste Medaille der Vereinsgeschichte mit dem 3. Platz im DSV-Pokal. In der Saisonvorbereitung konnte man den Erl-Cup gewinnen. Aber wie sieht es gegen die Großen aus? In der Anfangsphase bereitet zunächst Schlussmann Max Spittank den Gastgebern einige Probleme. Schnell finden die Spandauer dann aber zu ihrer gewohnten Stärke zurück. Kapitän Marek Katsch netzt zum Halbzeitstand von 6:2. Nach dem zweiten Viertel, wir haben auch im Angriff ein bisschen besser gespielt. Wir haben Tore gemacht und am Ende wir haben gewinnt klar. Zu dominant, zu schnell, zu präzise im Abschluss. Nach der Pause haben die Spandauer einen 6-0-Lauf und ziehen davon. Und auch wenn die White Sharks verbissen weiterkämpfen, bleibt das Team von Milan Zagat chancenlos. Der letzte Treffer der Partie gehört zwar noch den Gästen aus Hannover, beim Endstand vom 15:7 bleibt eine Sensation in der Schöneberger Sporthalle aber aus. Ich glaube, das ist auch einfach die Qualität der Spieler im Wasser und die Anzahl der Trainingseinheiten, die wir in der Woche haben und die White Sharks in der Woche hat. Ich glaube, das war am Ende das, was eigentlich auch vor dem Spiel schon klar war. Und das haben wir heute auch wieder gezeigt. In der nächsten Woche stehen für beide Teams erst einmal die Achtelfinalpartien im DSV-Pokal an. Für Spandau geht es als Titelverteidiger gegen den SSV Esslingen. Die White Sharks Hannover dürfen im Stadtderby gegen Waspo antreten. In der Liga gab es zwar zuletzt eine Niederlage, aber vielleicht sorgen Jan Rotermutt und Co. im Pokal ja für eine Überraschung.